Das ist die Max-Kreuzer Oberschule. Hier wurde ich 1965 eingeschult. Dieses hinter mir ist der Haupteingang von der Schule gewesen. Wir waren ja dann in dem Alter, wo man auch schon mal ein Bier trinken konnte. Und wenn hier in der Schule denn die große Hofpause war, 30 Minuten, war da drüben auf der Ecke die Kneipe Hase oder auf der anderen Straße das Keglerheim. So, das war früher die Kneipe Hase. Hier war der Eingang so geblieben. Und ja, da sind wir nach der Schule. Wir sind von da gekommen, vom Schulhof und dann hier rein. Zack. Früher kam man auch in der Alpeliner Kneipe rein, da stand auf jedem Tresen ein großes Glas mit Soleier. So, für 25 Pfennig oder was weiß ich. Zack, Soleier oder Schmalzstulle und eine saure Gurke zu oder so was. Das war in der Alpeliner Kneipe, das war eben das Flair, was man hatte. Und das ist ja nur alles weg. Das ist alles weg. Manchmal waren wir zwei, drei, manchmal vier, fünf, je nachdem, wie das gerade gepasst hat oder was, wie sie durch hatten. Nee, jedenfalls, wenn irgendwas war, haben wir uns hier getroffen oder da drüben. So. Naja, dann kam das mit die Rocherei, dann fing das an mit der Rocherei. Wir haben ja alle hier Kabinett und Sendbar oder Club gerocht, was ja zu DDR-Zeiten gab. Und ja, und dann irgendwann ging das ja los mit der Damenwelt, sag ich jetzt mal, wa? Und manchmal hatte ich das automatisch ja eben. Da hast du auf einmal, hast du dann eben ein Mädel an der Hand gehabt. Das war eben so. Also hier hatte der Dr. Gabriel damals seine Praxis. Zack. Und alle, die keinen Bock auf Schule hatten, sind dann hier rüber beim Dr. Gabriel und haben sich gleich hier krankschreiben lassen auf irgendwelche Lappalien oder was wissen wir. Und es kam nachher so weit, dass die Schule die Krankenscheine nicht mehr anerkannt hat. So, weil er war nun der Anlaufpunkt Nummer 1. Der Grüfes-Club hieß das zu DDR-Zeit. Das war unser erster Anlaufpunkt, wenn wir sonst oft in Maloche gegangen sind, auf Deutsch gesagt. Also damals, kann ich mich daran erinnern, fing das ja an mit diesem Glamour-Rock und dann mit diesen Plateauschuhen. Die wurden natürlich aus dem nicht-sozialistischen Ausland besorgt. Weil irgendwelche Leute hatten in West-Berlin, sag ich jetzt mal, Verwandtschaft und dann so weiter und so fort wurde das hier rüber verlagert. Und das war so, also die Schuhe, die Plateauschuhe und der Schlag musste genau bis vorne auf der Zehenspitze gehen. Das war Standard. So war das. Da wurde zu Hause geübt. Die Dinge echt wurde zu Hause geübt, damit er dann, weil es ja ungewohnt war. Aber man hat sich schnell dran gewöhnt, dann ging es einwandfrei. Und da war alles schick. Man war mit Kleider machen Leute, man war ein gemachter Mann. Das war nun mal so. Naja, man musste ja die Damen beeindrucken. Irgendwann musste man ja machen. Seine Augen waren voll, aber manchmal schlug er sie nieder. Und ich wollte
Und dann kam das raus mit den schwarzen Buntlederjacken. Und die gab es in der DDR nicht. Erstmal nicht. Das war Lehmerschuhe, das hatte eine Familie mal aufgemacht und die hatten das dann später mal verkauft an einen Besitzer, der hat hier vorne gewohnt, auch in der Lehmerstraße, der hieß Havlicek. Und hier sind wir dann immer abends drin, bevor wir in die Disco gegangen sind, haben wir erst Juti gegessen. Früher war Standard, war ja Steak und Lecho und Pommes dazu, ja, das war überall in der DDR. Dann haben wir hier ein paar Bier getrunken. Und weil man hier gut essen konnte, sind wir immer hier und dann sind wir bezahlt und sind dann los und sind losgezogen. Bis früh morgens, bis die Sonne aufging. Man ist von da vorne gekommen, von der Marktstraße, hier runter. Hier war das erste Gitter. Das war offen. Okay. So, und dann ist man hier weitergelaufen. Und dann hat man schon die Meuten hier gesehen. Und die haben so bis auf diese Höhe hier stand. So. Und da vorne war auch ein Tor. Und da haben die Einlasser gestanden. Und da haben die Leute rinnen oder rausgelassen, je nachdem. Und wenn sie nicht rinnen lassen wollten, den haben sie nicht rinnen gelassen. Und dann kam die Story mit den schwarzen Buntlederjacken. Und wenn er als People ja keine schwarzen Buntlederjacken hat, dann bist du doch nicht reingekommen. Was ich da groß erzählen? Also die haben hier vorne gestanden, das waren drei große Typen. Die waren meistens, viele waren vom Gerüstbau, also die waren gut bewachsen, die Kumpels. Naja, und dann hast du denen erstmal hier Geld in der Hand gedrückt und da drin hast du nochmal bezahlt. So. Und wenn du dann an die Einlasser hier vorbei warst, dann ging jetzt hier rein. Und hier stand Elbro. Zack. Die Diskothek hieß Disco 2000. Das waren zwei Typen. Und die haben natürlich gut aufgelegt. Ja. Alles, was damals aktuell war, wurde hier aufgelegt. Heute würde ich mir ab und zu mal Karat an, weil wir auf das zum Radio spielen, war. Aber damals war nicht dran zu denken, dass ich mir so eine Ost-Jazz angehört hätte. Nee, die Schweine der neue Kurve. Nee. Ja, mit Vater Staat, ja. Also die sind mit mir angeregt. Ich wollte von denen nicht, aber die haben ja nur, die Staatsmacht hat ja nur gedacht, was weiß ich, Wunder, also können wir den, der ist nicht tragbar und so weiter und so fort, also stecken wir den in eine Baukompanie. So. Wir haben immer so ein Animus gehabt, na der könnte ja und so und man wusste das nie genau, aber man hat es vermutet. Was ja dann bei der Stasi war oder so. Aber das hat euch nicht gestört oder so? Dass ihr gesagt, da gehen wir jetzt nicht mehr hin oder? Nee, das kann man nicht mehr. Das war doch Chef, egal. Okay. Man erinnert sich immer nur an die guten Sachen, was wir da für Spaß hatten. Da haben wir dafür Dinge abgezogen haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.